Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs-Scanning und zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, mein brillanter Plan ist gescheitert. Das Zeug hat sich nicht regeneriert. Weder in meinem Inventar, noch in der Welt. Ich habe also immer noch echt wenig Lebensenergie. Aber das könnte sich jeden Moment ändern. Das war doch ganz gut. So, irgendwo hier hinten ist aber noch so ein. Das war ein Fuchs. Da ist aber noch so ein Vieh rumgegurkt, oder? Das war definitiv ein Hirsch. Hinten zwischen den Steinen guckt der rum. Ups. Nein. Ach, der war doch so schön festgeglitscht. Wo ist er jetzt hin? Du kannst mal stehen bleiben. So, das reicht vielleicht schon. Das hat in der Tat ziemlich gereicht. So, und dann ist mir aber gerade auf der Karte noch was aufgefallen, muss ich sagen. Hier drüben gibt es nämlich noch so einen lustigen Kreis und das könnte ja so ein Opferding sein, so ein Altar. Da gehen wir einfach mal rüber. Und schauen uns das an. Hier habe ich alle geplündert, oder? Ja, danke schon. Vielleicht begegnet uns da unterwegs noch was Essbares. Und so habe ich auch festgestellt, Wild ist eine hervorragende Nährstoffquelle. Ach, der Hase bewegt sich ein bisschen schnell. Oh. Ein Wolf. Aber da unten, sage ich doch, das hat sich doch nach einem Hirsch angehört. Oh. Hat er mich direkt umgerannt. Wow. Das sieht doch richtig aus.
Ich erlege hier heute alles. Hauptsache Essen. Dann können wir nämlich nochmal diesen komischen Kampf machen. Der Opferaltar von Kerneleger, keine Ahnung. Opfergabe eines Dänen. Etwas Heftiges hat mein Sohn überkommen. Er hat seit Tagen nichts gegessen oder getrunken. Er schläft nicht, denn er zittert in der Nacht vor lauter Tränen, die er vergießt. Eine solche Krankheit habe ich noch nie gesehen. Also muss es ein Fluch sein. Und ich fürchte, dass er ihn ins Grab bringen wird. Ich biete den Göttern das Blut meines Pferdes als Opfergabe dar und hoffe, dass es sie zufriedenstellt. Denn nur ihre Kraft kann meinen Sohn noch retten. Dreimal Hasenpfote. Habe ich keine Hasenpfoten? Ich habe da. Habe ich nicht schon Hasen gejagt, Leute? Hirschhufe habe ich. Aber scheinbar echt keine Hasenpfoten. Ja, ist ein Ding. Kann ich eigentlich hier mal wieder was verbessern? Ach, ich brauche Stoff. Und Stoff habe ich nicht. Hier sprang doch Hasen rum. Die sind halt klein, die sind schnell. Das wird ein bisschen schwierig. Und wenn man welche braucht, sind auch keine in der Nähe. Aber der aufziehende Nebel hier ist schon cool. Da ist ein Fuchs, da ist ein Eichhörnchen. Da hinten war das ein Wolf schon wieder. Ja, du bist doch ein Wolf. Her, kleine Häschen. Ich hätte schwören können, hier waren vorhin noch welche. Ah, du bist ein Hase. Oder warst du ein Eichhörnchen? Nee, das, was er weglief, war, glaube ich, auch ein Hase. Aber es gab keine Hasenpfoten. Geben Hasen generell keine Hasenpfoten oder? Hatte ich jetzt einfach nur Pech. Da hinten wird gekämpft. Keine Ahnung, wer gegen wen. Na gut, das mit den Hasenpfoten müssen wir dann vielleicht auch wann anders rausfinden. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, da gibt es ein Opferdings. Man muss Hasenpfoten opfern. Und ich habe keine. Also wenn ich irgendwann an Hasen vorbeikomme. Er schläft da so schön. Ja, wenn ich also irgendwann an Hasenpfoten vorbeikomme, weiß ich, wo ich damit hin muss. Aber jetzt werden wir diesen Kampf hier nochmal versuchen. Ach,
nachdem ich diesen Wald hier fast komplett entvölkert habe. So, diesmal werde ich aber vorher speichern. So, dann machen wir uns mal auf. Und schauen, ob wir den Fettsack hier besiegen können. Ready for more? Na klar. Ready. Splendid. And now for your opponent. I think it's time your head got stung. For none remain but the silver tongue. One on one, you'll fight with me. Champion of the BBB. Wofür steht denn BBB oder meinetwegen auch PPP? I won. Okay. Das sah neu aus, ne? Nein. Ach. Nein, nein, ah. Nein. Oh. Geschafft? Ich glaube, geschafft. I've never been in such a fight. You wallop me with all your might. It seems to me you've proven to be champion of the BBB. I am honored, I think. Go on now. Carry our name with only pride and never shame. Remember how it was you came to be blessed with so much fame. Farewell. Ich habe jetzt die PPP-Mitgliedschaft. Ja, und wo rennt er hin? Kann ich nicht nochmal mit ihm reden? A brawler remains who dares suffer these pains. You are the winner, the victor, you see. Champion of the BBB. Okay, gut. Ich dachte, es gäbe irgendeine coole Belohnung oder sowas. So, schauen wir mal, wo ist denn unsere Mitgliedschaft hier gelandet? Kabeljau, groß, da. Eine lebenslange Mitgliedschaft beim BBB oder PPP oder was auch immer. Aber ich weiß nicht genau, was tut und ob die noch andere Niederlassungen haben. Aber, nachdem wir das also hinter uns gebracht haben, müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier irgendwie noch 5 Reichtümer, haben wir festgestellt. Und ich dachte, wir wüssten auch, wo die sich befinden. Beziehungsweise haben die schon alle geplündert eigentlich. Es gibt auch noch ein paar Artefakte hier irgendwo.
Angeblich. Da hinten zu der Quest müssen wir auch irgendwie zurück. Vielleicht laufen wir erstmal da hoch. Das ist ja direkt in der Nähe. Welche? Da, dort entlang. Oh, du bist doch ein Hase. Oh nein, er hat mich bemerkt. Ja, ich glaube, die Häschen sind weg. Da hinten sind ein paar Hirsche. Das war ein Reh. Ne, mehr Hasen sehe ich im Moment nicht. Außer bist du ein Hase? Ne, du bist ein Eichhörnchen. Da war noch ein Hase. Die sind aber halt auch so klein, dass man die vor lauter Gebüsch sehr schwer sieht. Hab einen. Da gab es eine Hasenpfote, tatsächlich. Da drüben ist die Stelle mit den Wildschweinen. Da habe ich ja im Moment nicht so richtig Bock drauf. Oh, wissen wir. Ach, das ist Kloster schon in der anderen Provinz. Ja, hier drüben irgendwo muss eine Furt sein. Ups. Die wir sicherlich benutzen können. Hier sammeln wir noch ein paar Pfifferlinge. Oh, da war ein Hase. Da ist ein Eichhörnchen. Ich dachte, der Hase würde hier vielleicht mal irgendwo stehen bleiben. Ist weg. Oh, dieser Wendekreis. Uff. So, Marker, wo hast du dich versteckt? Hier die Klippe hoch im Prinzip. Ein bisschen vielleicht an den Wildschweinen vorbei. Habe ich die mitgenommen? Ja. So, dann krabbeln wir mal hier hoch. Ist ein bisschen mühselig. Was haben wir denn hier gefunden? Ups. Ich
What to hear than begging, Trinity? Make you bleed! Ach, da guckt ein Wildschwein mit rum. Na geil. Time to feed the crows. Your life ends now. Ja, lauf weg. Ich hab's getroffen. Nee. So, hier soll man so eine Rune richtig zusammensetzen, oder wie? Ah, da muss es wahrscheinlich irgendeinen Interaktionsmodus für geben irgendwo. Ah, das sieht mir jetzt sehr verdächtig nach so einem Rätsel aus. Hier drüben lagen die. Haben wir aber gar nichts dabei. So, hier. Da haben wir's. Here lies still more remnants of the Nephilim. I have marked a symbol upon the stones, that future folk may imbue their spirit with the energy within. For those who wish to seek communion with the Lord here, be wary, for he speaks through ciphers, and his words are woven with ancient fibers. He is manifest here. He hath made importance of these pillars brought by the giants of yore, now guarding us, as only he knows. Amen. Von Brennan von Cluain Fiata. Gut. Wie funktioniert das? Müssen wir dann Odins Blick benutzen, oder? Ich meine, im Prinzip ist es nicht schwer. Wir müssen halt so ein Venn-Diagramm zusammenzeichnen. Boah, ist fummelig. Ich muss vielleicht noch ein bisschen zurück, ein bisschen vor. Ist das nicht schon so in Ordnung? Aber hier gibt es ja nur diese vier Steine im Prinzip, wo was drauf ist. So, und was mache ich denn jetzt, wenn ich das hier rausgefunden habe? Ah, okay, es lockt sich von alleine. Such odd energies, lying here unseen. Das ist auch vielleicht ein cooles Bild. Einen Fertigkeitspunkt haben wir bekommen.
Und es qualmt. Ups. Hier drüben habe ich noch irgendwas. Ach, war hier die Inschrift? Ja. Okay, cool. Haben wir sowas auch mal gemacht. Gibt einen Fertigkeitspunkt, mehr nicht. Also, dann geht's hier weiter Hügel an. Aber wir können den Fertigkeitspunkt vielleicht für irgendeinen Quatsch benutzen. Ja, Weg des Bären. Ist doch perfekt. Das macht unsere Axt ein bisschen besser. So, dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie, ich glaube, Proviant ist voll, ja, noch ein paar Häschen gibt. Die kommen ja eigentlich überall vor. Man sieht die nur meistens viel zu spät. Ach, ein Hirsch. Ich dachte schon, Hufgetrappel von Pferden. Nein, gibt es hier wieder so ein Pilzrätsel oder sowas? Fliegenpilz essen, ja, das macht auch wieder Hallus. Dann schauen wir mal. Hey now. Nein, nicht die Robbe. Ich quere die Türen in der richtigen Reihenfolge. Mal mit der Robbe folgen. Ja, ich denke, wir müssen einfach nur dieser Robbe folgen. Ich finde es cool, dass hier einfach so Robben rumgurken. Hier drüben? Na gut. Und dann nochmal hier. Hatten wir die nicht schon? Aber wenn mein Freund Robbe das sagt. So, und jetzt bleibt nur noch eine übrig. Die anderen leuchten schon weiß. Crossing a new threshold, take care, for it is difficult to know what foes lie in wait beyond. Okay. So, hier drüben hatte ich was strahlend Blaues gesehen. Die sehen auch aus wie Pilze. Treuschlinge. Kann man Treuschlinge essen? Ich glaube nicht, oder? Wir probieren es aus. Nope. Treuschlinge bitte nicht essen. Das stimmt. So, gab es hier noch irgendwas? Oder gab es nur das Fliegenpilzrätsel und das haben wir einfach gemacht, um es mal gemacht zu haben? Oder gab es XP oder... Ich habe keine Ahnung. So, das hier müsste doch eigentlich der Typ mit dem Trank sein, oder? Oh, ich laufe komplett in die falsche Richtung, aber da oben gibt es eine Ruine.
Aber da waren wir schon. Und in die Richtung müssen wir irgendwo. Da hinten. Komm schon runter, Eivor. Hops. So, ich schaue nebenbei immer noch so ein bisschen nach Hasen. Und da hinten haben wir wunderschönes verschneites Gebirge schon wieder. Das sieht einfach richtig cool aus. Gibt's hier was? Warum saß hier eine Krähe rum? Oder ein Rabe vielleicht sogar? Nee, ein Rabe nicht, ne? Raben hören sich anders an. Hier ist dieser komische Händler und Himbeeren. Ne, Blauen Träuschling essen wir nicht nochmal. Trompetenpfifferling schon eher. So, dann können wir das hier hoffentlich mal abschließen. You, Alchemist. What happened to me after I drank that piss? How should I know? I told you, I cannot explain how it works. What I can say is the elixir hit you particularly hard. You stumbled out of here, then began sprinting across this forest as if you had a nose for something. Very feral. I was worried, but I'm glad to see you are all right. Your wealth has swelled, has it not? In a manner of speaking. I awoke in a cave beside a dead man clutching some treasure. I've not heard that outcome before. One of your customers on the same pursuit, I think. Only he was not so lucky. Perhaps I should shelve this elixir for the time being. Mm-hmm. At least until I can better understand its effects. Good thinking. So, das haben wir also auch abgeschlossen. Und es gibt schon wieder zwei Fertigkeitspunkte. Und da müssen wir uns jetzt natürlich echt mal Gedanken drüber machen, was wir mit denen anstellen wollen. Ja, der perfekte Angriff, ja. Handwechsel, Was bist du? Das kann ich noch nicht sehen. Schicksal, lass dich vom Schicksal leiten. Achso, lass mal nicht machen. Aber da hinten gibt es eine Schicksalslinie. Also, Haupttierbogen-Kombo. Die Konterrolle. Hier perfekter Angriff. Und es gab doch irgendwo auch so ein perfektes getimtes Ausweichen, oder? Gibt es auf jeden Fall Adrenalinverbesserung, das wäre schon mal wichtig. Das Kettenattentat wäre auch richtig wichtig. Meuchlerlisten, nee. Automatisch plündern, ja, geht so. Gifthauch, meh. Leichensprengfalle, auch mehr so meh. Hier, dem Tod von der Schippe. An den perfekten Angriff kommen wir halt furchtbar schnell ran. Ins Kettenattentat können wir auch ziemlich schnell ran. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen nützlicher, ne? Aber wir gucken erstmal, ob wir diesen Bärenbaum, ob wir hier noch irgendwas wollen. Pflege, nein. Gesundheit. Ach, die Bartaxt, klar, wir wollen die Bartaxt noch haben.
Hier gibt es nochmal einen Weg des Bären. Aber wir machen dann erstmal unten in dem... in dem Stealth-Baum weiter. So, was haben wir denn hier noch zu erledigen? Wir haben im Prinzip noch drei Rätsel, Unmengen von Artefakten, aber keine Ahnung, wo die sich hier befinden, obwohl wir eigentlich na, fast alles bis auf diese Ecke da drüben erkundet haben müssten. Hier gibt es halt noch was. Dann gibt es hier noch ein Artefakt auf jeden Fall. Hier unten, das gehört auch alles noch dazu, aber da gibt es ja auch nur noch eins. Also irgendwie entzieht sich mir noch so ein bisschen. Da ist noch eins, wo sich hier alles befinden soll. Dann machen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich erstmal mit einer Quest weiter. Wo ist denn unsere Quest dort? Können wir doch hier eine Schnellreise unternehmen. Unterwegs würde sich eh nichts mehr befinden. Wir könnten noch ein paar Hasen jagen oder so. Aber wozu? Das können wir auch irgendwann machen, wenn uns danach ist. Wenn uns das zufällig über den Weg läuft. So, und wenn wir diese Quest haben, dann müssen wir erstmal in die Siedlung zurückkehren, das Bruderschaftshaus bauen, vielleicht die Händlerin bauen und dann könnten wir auch theoretisch nochmal nach Norwegen, Entschuldigung, Schluck auf, nach Norwegen zurückkehren. Das gehört alles schon zu einer Nachbarprovinz. Was, ja, das Ganze da hinten, was ich sehe. Gut, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels. Warum sind denn so viele Angaben hier einfach drin? Das muss mal im letzten Patch irgendwie reingekommen sein. Gerade bevor ich gestartet habe, hat es gepatcht. Da wird natürlich die ganze schöne Landschaft hier verschandelt. Da muss ich mal gucken, ob es dafür eine Option gibt, das so ein bisschen abzuschalten. Oder ob man das nur... Ah, das können wir mal ausprobieren. Ups. Ja, man sieht das, wenn man auf dem Ausblick ist. Ah, das ist natürlich cool, ne? Dann wird alles so ein bisschen hervorgehoben. Dann haben die Ausblicke noch so ein bisschen... mehr Sinn. Da vorne. Das sieht doch auch aus wie irgendwas. Von uns aus gesehen ist das... Oh, ich stehe ganz da unten irgendwo auf der rechten Seite oder so. Ne, in Blickrichtung quasi. Ach, das sehen wir durch den Berg durch auch. Das ist natürlich unschick. Gut. Ja, Jungs und Mädels, dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.